Das ist die Außenalster. Das ist ein Bereich im Heck, wo die Gäste den ganzen Tag über ab 11 Uhr hier Grillspezialitäten genießen können. Das heißt, immer wann, wenn die Hauptrestaurants geschlossen haben, kann man hierher kommen und kann sich hier versorgen. Das ist genauso ein Premium-Alles-Inklusiv-Bereich, alles, was man hier konsumiert. Es gibt in der Karte auch immer natürlich noch exklusiv Getränke, wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Cuba Libre bestellt wird mit 3 Jahre altem Havanna, dann ist der inklusive. Möchten die Gäste jetzt den 7 Jahre alten Havanna, dann könnten sie ihn aufzahlen. Also vom Konzept verstanden, die Karte ist außergewöhnlich. Die kann man im Infonet runterladen, was wir alles im Alles-Inklusive anbieten. Trotzdem gibt es dann für die höchsten High-Class-Getränke, wie zum Beispiel der Malt Whisky, der Malt Scotch, dann gibt es Aufpreismöglichkeiten. Aber das Grundprogramm ist dabei.